Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind kurz davor, das Innere des Schiffswracks, des Reliktwracks zu betreten. Und das wollen wir natürlich auch tun. Ich frage mich gerade, warum es hier teilweise in der Ferne so krass verwackelt, beziehungsweise dieser Unschärfe-Effekt da ist. Der war doch vorher nicht so krass da, oder ist der mir vorher nie aufgefallen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist aber auch wurscht, wir gehen jetzt rein. Unschärfe hin, Unschärfe her. Den Antriebskern des Reliktwracks finden. Das ist quasi ein weiteres Gewölbe im Endeffekt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird mega cool. Kommt ihr? Nicht? Na gut. Oh, schön kühl hier drin. Sehr angenehm. Ja? Ihr Laden ist ein Mysterium für mich. Diese höllische Hitze. Gesetzlos, verrückt, mörderisch. Von der Wassermafia gar nicht zu reden. Die Belohnung für diese Plünderer muss ziemlich groß sein, sonst würden sie das Risiko nicht eingehen. Die Informationen von Kedera besagen, dass Rohmaterialien aus Reliktarchitektur extrem profitabel sind. Ziemlich beschädigt hier drin. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Hoffentlich finden wir einen Weg zum Antriebskern und dann nichts wie raus hier. Aber, warum denn zum Antriebskern? Also, wir wollen das Ding noch nicht zwingend wieder aktivieren, oder doch? Oder etwa doch? Ich bin gespannt, ob uns hier drin Gegner erwarten. Also, das funktioniert noch. Kann mir schon vorstellen. Theorien zu diesem Schiff? Sie meinen den Absturz? Vielleicht hat die Geißel das Leitsystem durchschmoren lassen. Oder einfach alles? Gute Vermutung. Aber wo ist die Crew? Was ist mit ihr passiert? Und woher sind sie gekommen? Dem Schiff nachzuschließen, jedenfalls nicht von Helios. Wir haben hier auf jeden Fall Ansammlungen der Geißel. Ich weiß nicht, ob das Reliktschiff wegen der Geißel abgestürzt ist oder nicht. Können wir diese Dinger scannen? Nee. Können wir nicht. Okay, da oben war dann offensichtlich nur dieser eine Behälter. Ich könnte mir hier schon vorstellen, dass wir, keine Ahnung, vielleicht am Ende tatsächlich auch einen kleineren, vielleicht auch größeren Endgegnerkampf haben. Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen, dass wir vielleicht auch einen neuen Reliktgegner sehen. Weil ich weiß nicht, was sagt die Karte irgendwas? Okay, die Karte sagt gar nichts. Aber woher auch? Woher sollen wir auch eine Karte vom Reliktschiff haben? Aber wir haben ja auch immer Karten von den Gewölben. Woher haben wir die denn? Die zieht Sam irgendwo her. Das verschafft uns den Vorteil, dass wir hier rüber können, Liam. Das verschafft uns den Vorteil, dass wir beim Antriebskern sind. Vorsicht! Vielleicht funktioniert dieses Ding nicht so gut, wie wir dachten. Wenn das auch die Killerbots betrifft, hätte ich nichts dagegen. Oh shit! Ich mich gerade erschreckt davon in den Abgrund gesprungen bin. Ich alter Noob, ey. So. Prima. Bevor wir das Ding aktivieren... Das ist wahrscheinlich das Zugangsterminal für den Antriebskern. Ja, Ryder, da dürften Sie recht haben. Führen Sie Selbstgespräche, Ryder? Ja, okay, ich wollte es nur wissen. Alles klaro. Ich vermute, der Antriebskern oder die Aktivierung des Antriebskerns ermöglicht uns, hier überhaupt erst weiterzukommen. Diese Geräusche lassen schon wieder nichts Gutes vermuten. Oh, ich kann speichern. Den Safe Spot gönne ich mir. So! Müssen wir rätseln? Müssen wir nicht. Oh, das ist eine Cutscene. Der Antriebskern ist weg.
Irgendjemand war hier, aber er kann unmöglich auf demselben Weg reingekommen sein wie wir. Das Schiff hat ziemlich was abbekommen. Es gibt vermutlich noch einen anderen Eingang. Und wir sind die Doofen, weil wir so höflich waren, die Vordertür zu benutzen. Also, wer könnte ihn haben? Plünderer? Wer sonst? Dreckige Diebe! Wenn ich dieses miese Pack in die Finger kriege, das meinen Antriebskern geklaut hat... Deinen? Okay, vielleicht nehme ich die Sache ein bisschen zu persönlich. Vielleicht. Machen wir uns auf die Jagd. Einen anderen Ausgang aus dem Reliktwrack finden. So, offensichtlich haben sich hier Plünderer, da werden wir nicht durchkommen, den Antriebskern unter den Nagel gerissen. Jetzt gucken wir mal, ob hier hinten die Tür aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen plötzlich offen ist. Ja, ich natürlich. Ich glaube nicht, dass die hierher gehören. Hä? Signalraketen? Das ist keine Reltec. Die Eindringlinge müssen aus dieser Richtung reingekommen sein. Dann gehen wir in diese Richtung raus und schnappen uns die Bastarde. Wir nehmen das jetzt genauso persönlich wie Ryder. Da sind auf jeden Fall Relikte irgendwo. Ah, die Signalraketen meint sie, die hier rumliegen wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir auch einfach nur ein paar... Wieder Signalraketen. Ja. Wir sind wohl auf dem richtigen Weg. Ja, vielleicht... Sehr freundlich von den Dieben, uns eine klare Spur zu hinterlassen. Ziemlich praktisch. Ich würde mich hier drin ungern verlaufen. Wir sind ein tolles Team. So. Stufenaufstieg. Wo sind wir denn jetzt? Das war schon wieder falsch. Bei Stufe 39. Oh Gott, wir müssen unbedingt mal Punkte verteilen. Das wollte ich. Vielleicht denke ich ja dran, das am Anfang der nächsten Folge mal zu machen. Ich wollte das auch vor x Folgen schon machen. Fällt mir jetzt gerade ein, habe ich aber nicht gemacht. Habe ich vergessen. ich wollte eben noch sagen, vielleicht müssen wir ja einfach nur ein paar Gesetzlose aus dem Weg rumsen. Das ist ja meist nicht so das riesige Problem. Hallo? Ich hänge wegen meines Bots. Geilo! Kommt der mal her? Ohne Scheiß. Versperrt ihr mir da echt den Weg? Kann nicht wahr sein. Jetzt nicht. Jetzt habe ich extra gewartet, dass den irgendwer erschießt, weil ich keinen Schuss verballern wollte. Dann erschießt den die ganze Zeit keiner. Und wenn ich draufballere, dann legt Pibi los. Das kann ja wohl nicht sein, ey. Ach, das ist mein... Ja, wir müssen umlang.
Ah, da ist auf jeden Fall Muni-Nachschub. Wie nett. Da sind noch ein paar Überreste. Heilen nach jeder Runde ein 16. der KP. Ich will hier gar nicht so durchsprinten. Ich mache es aber gerade. Ich will mir das eigentlich ein bisschen gediegener anschauen. Okay, offenbar sind wir wieder draußen. Ich sehe Sand. Und Sonne. Pfäh. Ekelhaft. Ja, ist ja gut. So sind sie also reingekommen. Wer es auch war. Es ergibt keinen Sinn, dass Mordors Leute den Antriebskern genommen haben. Stimmt. Wenn sie von diesem Eingang wussten, weshalb dann ein Einbruchsversuch? Ich weiß nicht so recht, ob mir das so gefallen will. Wo sind wir denn? Ja, wir sind eigentlich immer noch da. Hier sind wir reingegangen. Ne, Moment mal. Hier sind wir rein, okay. Wir sind schon ein Stück weiter gekommen. Heiliger Bimbam. Ist dieses Ding riesig. Hier sind bestimmt wieder Geschütze oder so ein Kram. Endlich wieder draußen im hellen, hellen, glühend heißen Tageslicht. Endlich, juhu. Besser als Regen. Nee. Wir haben ihre Position erfasst und schicken jetzt einen Aufklärungsposten runter. Sowie, Sam hat die Gehäusesignatur des Reliktantriebskerns hochgeladen. Können Sie ihn aufspüren? Das könnte von unserer Position aus schwierig werden. Ich kann keinen vollständigen Scan durchführen. Geben Sie mir so viele Informationen wie möglich. Wir müssen rausfinden, wer ihn gestohlen hat. Ja, ist er einfach nur in die falschen Hände geraten oder in die total falschen Hände? Okay, ich glaube, ich habe etwas. Ich habe ihr NAV-System aktualisiert. Was haben wir denn da? Gestohlene Reliktantriebskern. Okay, der Quest werden wir jetzt auf jeden Fall weiter nachgehen. Denn ich würde mir den schon gern unter den Nagel reißen. Da können wir noch Mineralien scannen und da das angaranische Artefakt suchen. Okay, wir gehen aber erstmal wieder... Nee. Boah, geht das besser, wenn ich es größer habe? Ja. Wir reisen erstmal wieder zu unserer letzten Position im Endeffekt. Und steigen in unseren Nomad. Und düsen hier lang. Erklär mir bitte nochmal, wie die gescannte Energiesignatur uns dabei hilft, den Antriebskern zu finden. Der Antriebskern sendet ein einzigartiges Signal, das ich in Reliktech noch nie registriert habe. Dieses Schiff hat enorm viel Energie benötigt, was immer sein Zweck war. Suvi, behalten Sie es im Auge und informieren. Pathfinder, diese Signatur des verschwundenen Reliktantriebskerns, die Sam hochgeladen hat, sie befindet sich in der Nähe ihrer derzeitigen Position. Durch einen Scan der Umgebung müssten Sie das Suchgebiet eingrenzen können. Danke, Suvi. Sam, scan die Umgebung. Diese Plünderer sind verzweifelt. Ich fürchte, sie würden alles tun, um den Kern zu behalten. Was ist Ihnen dieses Ding wert? Keine Ahnung, aber mit Sicherheit einiges. Viele Ihrer Freunde sind dafür gestorben. Ha!
Geh mal hinterm Nomad in Deckung. Backen die da fest? Tun sie nicht! Hallo! Irgendwie backen die rum. Backe, backe Kuchen. Kriegt der halt das Gesicht massiert. Danke. So. Meine Güte. Das muss ja in. Das muss sich ja richtig lohnen. Sam, lass uns nach diesem Antriebskern scannen. Der Scan ist abgeschlossen. Meinen Berechnungen zufolge ist der Antriebskern hier. Ich bin echt gespannt, wie Morda reagiert, wenn wir mit ihrem Antriebskern unter dem Arm auftauchen. Ja. Ich auch. Also ich bin überhaupt gespannt, wie wir den jetzt überhaupt bekommen. Da ist erstmal noch ein Behälter. Okay, wir konnten aber hier schon ein bisschen scannen. Da hinten. Ja, guck mal einer an, ey. Hier ist kein Antriebskern. Suvi? Sam? Was ist hier los? Der Antriebskern war hier, Pathfinder. Und der Stärke der Signatur nach zu urteilen, ist es noch nicht allzu lange her. Shit. Kann eigentlich nie irgendwas glatt gehen. Leider es nicht. Es kommt mir vor, als hätte ich einfach nur Pech. Grundsätzlich meine ich. Ist mir nicht aufgefallen. Sie können ruhig ehrlich sein. Möglich wäre es, oder? Vielleicht ist es sogar genetisch. Sie sollten vielleicht mal mit Lexi darüber reden. Nein, ich glaube, das lasse ich lieber. Also, ich denke nicht, dass Pech erblich ist. Aber es geht selten was glatt im Leben. Also so hundertprozentig glatt. So. Karte. Da hinten passiert ist. Da können wir dann nebenbei noch ein bisschen Mineralien scannen. Wir düsen mal hier hin, beziehungsweise reisen mal hier hin. Und gehen in der nächsten Folge der Spur des Antriebskerns weiter nach. Hinten ist bestimmt irgendein Banditenlager, Gesetzlosenlager oder so. Und dann boxen wir die alle weg. Und dann, denke ich doch, kriegen wir den Antriebskern. Ich bin sehr gespannt, was er uns bringt. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht so eine Art Schiffsverbesserung ist für die Tempest oder so. So als Special der Spiels. Ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe, wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Bis hier sage ich aber erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.